So. Wo müssen wir hin? Wir müssen in diese Richtung. Hey Agent, hier ist Wally. Jack erhält sonderbare Infos über den mobilen Shade-Server. Im Schloss kann ich mehr berichten. Ja, gut, also wir sind im Schloss, aber jetzt schauen wir erstmal, worum es eigentlich in dieser neuen Fahndung geht. Und die nennt sich der Anwerber. Du solltest dich ausruhen. Das ist mein Job. Mach du deinen. Hol unsere Leute zurück. Manny, wenn du das nicht tust, bist du nicht der Mann, für den ich dich hielt. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Geh, mach deinen Job, bevor es zu spät ist. Manny, Manny melden. Hier ist Agent Johnson. Ich habe eine Spur zum Anwerber. Hier, Manny. Schön, Sie zu hören, Agent Johnson. Ist eine Weile her. Ich dachte ehrlich, dass Sie tot sind. Ja, höre ich öfter. Ich habe eine Spur zu den Arnolds verfolgt und gehört, dass der Anwerber Vic an einen sicheren Ort bringen will. Gut. Immerhin wissen wir, dass Sie noch leben. Wenn die Gerüchte stimmen, lässt Sokolova Sie schuften. Sie hat kein Interesse, Sie zu ermorden, sondern daran, was Sie für Sie tun können. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass Sie glaubt, unsere Leute umzudrehen oder dass es klappen könnte. Agent, bereit machen. Wir haben eine Spur. So, mit der Agent sind wohl wir gemeint, nämlich der Ranger, der hier auf seinen Einsatz wartet und so wie es aussieht, hier die neue Fahndung der Anwerber. Sieht wieder mal genauso aus wie die letzte Broken Wings, nämlich nicht, dass wir hier, ich sage mal, erstmal eliminieren, sondern es sieht so aus, als müssten wir Personen retten. Aber was da mit dem Anwerber passiert, naja, das lassen wir jetzt mal erstmal an dieser Stelle noch offen. Okay, Cindy McAllister scheint unser erstes Ziel zu sein. Die weiteren Ziele sind erst in Kürze verfügbar und können also jetzt hier noch nicht bespielt werden. Okay, dann schauen wir aber jetzt erstmal, was uns hier in der Schlosssiedlung noch Interessantes zu erzählen gibt. Mit Wally wollen wir über das Programm sprechen. Hey Agent, wollten Sie nicht schon immer mal in ein geheimes Regierungslabor? Seit Monaten fängt Jack merkwürdige Signale über den mobilen Shade-Server auf. Wir haben das Signal zu einem unterirdischen Hightech-Bunker verfolgt, der dieses Sicherheitsprotokoll nutzt. So ein Programm habe ich noch nie gesehen. Es mag keine Shade-Technologie. In der Lobby müssen Sie Ihre Ausrüstung zurücklassen. In ISACs Programmcode ist der Zugang schon einprogrammiert. Agent, Sie müssen auf das Gelände, in das Programm eindringen und es exploiten, damit ich auf das System zugreifen und mehr über Black Tusk und ihre Operation erfahren kann. Okay, das Ganze ist nicht die Fahndung oder gehört nicht direkt zur Fahndung. Das ist eben eine neue Geschichte hier in Division 2, die wir aber jetzt an der Stelle nicht spielen wollen, sondern wir wollen uns um die Fahndung kümmern, die wir hier zu sehen bekommen. Und wie gesagt, Cindy McAllister ist unser erstes Ziel und wir werden sie finden in den Metro-Ruinen. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich wieder einige Kontrollpunkte einnehmen müssen und vermutlich dann eben auch wieder einige Kopfgeldeinsätze durchführen. Okay, wo müssen wir genau hin? Lasst uns hier. Ja, das können wir doch zu Fuß erreichen. Also, los geht's. Wir wollen Miss McAllister retten. So, jetzt schauen wir mal, was gibt's denn da unten noch? Her? Sobald Sie das Gelände betreten, haben Sie keine Shade-Technologie mehr. Dann funktioniert die Ausrüstung nicht. Wenn Sie in das Programm eindringen, können Sie die KI exploiten, damit ich auf die Datenbank zugreifen und Infos zu den Black Tusk abfischen kann. Okay. Ein Ort in der Nähe. Ja, das lassen wir jetzt erstmal links liegen, sondern wir kümmern uns um die Fahndung. So, dann machen wir Platz hier. Ranger ist unterwegs. Ranger ist wieder dabei, die Welt zu retten. So, haben wir aufmunitioniert? So, Ausrüstung kontrollieren. Die Drohne ist da, unser Geschütz ist da. Unsere Waffen sind ready. Und da geht's auch schon wieder los. Man hört in der Entfernung schon wieder Waffen sprechen. Okay. Agent braucht Verstärkung. Money
Ja, werden wir hier ein kurzes Zwischengefecht führen. Irgendwas ist hinter mir. Ah, hat sich erledigt. Okay, dann packen wir hier das Dröhnchen wieder ein. Ah, nee, vor uns ist noch was. Da ballert's. Okay, da wird geschossen. Oh ja, da kommt noch ein großer. Oh, da sind ja zwei von den Kollegen. Ah, im Duo. Ja, kommt noch so einer, oder? Nee, das ist okay. Dumm-di-dumm-di-dumm. Auf geht's. Wir wollen zur Metrostation. Zu den Metro-Ruinen. Ich meine, Station ist es ja keine mehr. Oh, da springen noch mehr von diesen Jungs herum. Ich höre Gefechtslärm und wo Gefechtslärm ist, ist auch Ranger nicht verkehrt. Also los geht's, Freunde. Dann positionieren wir erstmal unser Geschütz. Wo können wir denn das unterbringen? Oh ja, wenn wir hier runterkommen, dann können wir natürlich hier hoch. Da sind wir schon mal nicht verkehrt, meine Freunde. Kriegen wir das Geschütz hier rüber? Auch das wäre natürlich eine gute Position, um das Gefecht zu beginnen. Ja, ja, Granate fliegt. Oh, Scharfschütze. Der muss weg. Mach ihn weg. Okay. Dröhnchen muss weg. Haben wir irgendwas von hinten? Nein, Rücken ist frei. Jetzt haben wir da nochmal sowas. Oh, jetzt haben wir aber eine mitgekriegt. Eieieiei. Jetzt haben wir aber eine mitgekriegt. Ja, ich habe immer so ein bisschen Bedenken, dass von hinten was kommt. So, er noch. Er spuckt uns hier noch ein bisschen in die Suppe. Und da hinten haben wir auch noch was. Achso, wir müssten eigentlich mal versuchen, hier Verstärkung ranzukriegen, ne? Das wäre nicht verkehrt. Ah, hier geht's nicht. Hier geht's nicht. Hier geht's nicht. Na, komm hoch. So, jetzt aber. Ja, so sehe ich das auch. Jetzt aber wieder ein bisschen in Deckung. So, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Geschütz mit aufnehmen und neu positionieren. Na, komm hier rüber. Zivilisten in Not. Ja, die Zivilisten da. Gehen wir mal hoch. Ah ja. Wir sind nicht allein. Ups. Ah, oh, nee. Oh je, da ist auch einer. Okay. Jetzt wird es dann doch langsam critical. Critical. Erstmal wieder den Rückzug antreten.
Und erstmal wieder hier aufmunitionieren und in Position sich bringen. Ja, zumal hier auch wieder ein ganz böser Bube unterwegs ist. So, dann werden das Geschütz wieder dahin. Da war es dann doch an der richtigen Stelle. Ups, da haben wir jetzt wieder eine mitgekriegt. Okay, in Deckung. Und mal kurz heilen. Wozu haben wir denn die Medipacks? So, wo ist denn unsere Verstärkung eigentlich? Ach, da unten kommt was. Ich will ja jetzt wieder nicht hier die ganze Arbeit alleine machen. Das heißt zwar immer viel Ruhm, nee, viel eher, viel Ruhm, nee, viel Feind, viel eher, so war es, glaube ich. Aber ich bin auch gerne bereit, hier zu teilen. Jeder darf mal mitmachen. So, okay, die kommen jetzt von da hinten vermutlich. Sie nähern sich meiner Position. Die haben auf mich abgesehen. Ja. Von hier treffe ich ihn. So, von hier. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, probieren wir mal unsere kleinen Raketen aus. Ja, dem haben wir jetzt schon mal gezeigt, wo hier... Oh. Da kommt er doch direkt vor mir hoch. So, zwei Schusswaffen außer Dienst gestellt. Und die dritte. Wie sieht's aus? Kommt noch was? Ah, da hinten kommt noch was. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Ja, wer hätte es gedenkt? Oh, der kommt von da hinten. Okay, Roger. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass unser Geschütz hier hinten im Rücken nicht mehr... Oh, jetzt müssen wir runter. So, warum sollten wir nicht aus der Deckung heraus schießen? Schließlich hat die ja einen Bonus, diese Waffe. War das der letzte? Okay, sehr schön. Dann werden wir jetzt mal wieder ein bisschen hier einsammeln. Abtrünniger Agent entdeckt. Ja, heißt. Oh, das bringt Ärger. Das bringt Ärger. Ja, nicht möglich. Wer hätte es gedenkt? Tatsächlich, hier ist wer. Oh ja, das mag ich ja gar nicht. Das mag ich gar nicht. So, wir werden uns mal auf den Kollegen auf der rechten Seite erstmal konzentrieren. Ja, außer natürlich, er hier greift hier an. Ja, konzentriertes Feuer, mein Freund. So, jetzt auf dich. So, wer schreit denn da? Sprach's und er bleibt hier einfach stehen und freut sich seines... Oh, jetzt aber weg hier. Wir brennen. Oh. Sehr gut. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. So, jetzt ja hier mal runterspringen. Hallo, Mann. Sehr schön. Also, dann hätten wir das ja auch hier. Da gibt's bestimmt ein Buschen was zum Mitnehmen. Nehmen wir alles. Okay. So, da unten ist auch noch Material.
Kommen wir hoch? Ja, sehr schön. Nehmen wir alles mit. Wir sind ja sozusagen leer. So, wo haben wir denn noch was? Wo ist denn der Offizier? Da oben ist der Vorratsraum. Da holen wir unser Material, unsere Belohnung. Das, was wir uns jetzt wirklich hart erkämpft haben. Diddledum, diddledei. Aufmunitionieren, das kann nie schaden. So, Dille. Ja, da haben wir ein bisschen was für den Officer. Ja, da war gar nichts drin, oder? Ja, doch ein bisschen Nahrung, Titan, okay. Wer kennt's nicht? Da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. So, Dille, und hier ist Weihnachten. Also, dann schauen wir mal. Ach ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nehmen wir mit. Dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht in der Fahndung, weil hier die Metrostation, die Ruinen. Ah, da ist der Kontrolloffizier. Bitteschön, was bräuchten Sie denn heute? Ja, gerne, gerne. Es ist nicht viel, aber ich teile gerne. Sehr schön. Feindlicher Nachschubkonvoi erkannt. Dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Und zwar, theoretisch vermute ich mal, mit einem Kopfgeld, oder? Die Fahndung. Was haben wir? So, vermisster Kurator. Okay. Okay. Kopfgeldeinsatz. Das wird das hier sein. Mike 1. Okay, den schnappen wir uns. Kopfgeldsatz. Einsatz akzeptieren. Wir bestätigen wie immer und dann geht's los. Da werden wir wohl hin müssen. Ja, ist das eine längere Geschichte? Ist eine längere Geschichte, aber da haben wir keine Schnellreise. Da kommen wir nicht irgendwie hin auf die Schnelle. Das ist ja eine feindliche Umgebung hier. Okay. Dann lasst uns laufen. So, dann gehen wir da drüben. Ja, da gehen wir da drüben raus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, da sind wir auch, glaube ich, vorhin reingekommen. Mike 1, ja, 8 Kilometer, ist eine ganz schöne Strecke. Oh, die Kollegen lassen wir da lieber mal in Ruhe. Ach, da vorne stehen auch welche, die Stress machen wollen. Oh, was rennt da? Ja, tut ihr mir nichts, tue ich euch nichts. Ja, und da ist auch wieder ein Hundi. Hat sogar ein Halsband, oder? Ja, dann zahlt er ja hoffentlich seine Hundesteuer. Wie plündern? Ach da, okay. Nehmen wir mit. Oh, wir sollen hier links, aber da gibt's Stress, oder? Da gibt's doch Stress. Ah, kommen wir da nicht durch, oder was? Ach, vor uns gibt's auch Stress. Heidenei, man kann es aber auch nicht aussuchen. So, dann werden wir hier durchlaufen. Ja, wir gehen mal dem Ärger ein bisschen aus dem Weg. So, aber es sieht so aus, als könnten wir nicht jedem Ärger aus dem Weg gehen. Ach, da vorne kommen jetzt auch noch welche angetigert. Ja, aber wir müssen, glaube ich, hier lang.
Oh Mann, Mann, Mann. Vorsicht, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Irgendwo haben wir hier jetzt echt... Oh, da sind auch noch einige. Oh, 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 oh. Ja. Da wollen wir nicht hin. Wir müssen da hin. Oh, ich habe das Gefühl, man schießt auf uns. Ah. Jetzt ist aber auch irgendwie überall was los hier. Der gibt aber auch keine Ruhe hier. Da kommt wer über die Flanke. Ja, der Ranger. Servus. Bin nur auf der Durchreise. Ah, jetzt kommen von da hinten auch noch welche. Oder wie, oder wer, oder was. So, aber die Raketen nehmen wir mal mit. Die kann man immer gebrauchen. Ah, schon wieder einer mit einer Schrotflinte. Der ist meint, besser zu wissen. Okay, jetzt ist da noch irgendwo was. Nee, wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen da lang. Und da lang. Das Ziel ist in der Nähe, Sheriff. Oh, das freut mich aber. Und weil es in der Nähe ist, werden wir hier auch einen kurzen Break machen. Das war's für diese erste Folge der neuen Fahndung der Anwerber. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, sage ich. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.